Mein Name ist Ralf Adler. Ich darf Sie herzlich begrüßen in unseren vier Wänden im Ort der Zimmerei Ralf Adler am neuerdings nicht mehr Torstraße, sondern am Handwerkerhof 1. Ja, ich habe die Aufgabe, die Einführung zu machen, wie das so ist bei einer Reise. Muss ich zwei offizielle Dinge machen. Davor wurde ich aufgetragen, es gibt Fluchtwege. Das sind die grünen Schilder. Da vorne ist ein großes Loch in der Wand, da kann man raus, grüne Schilder raus, links, rechts und am Ende. Wenn es gefährlich wird, raus. Das ist der offizielle Teil. Erstens freue ich mich, dass wir den vierten Klima-Foodshoppen in unseren vier Wänden abhalten. Der Stab ist an mich weitergereicht worden durch die Firma Niesen, durch Herrn Niesen. Er war so freundlich und hat im Prinzip zweimal in Weinheim die Sachen abgehalten und jetzt habe ich die Ehre. Ich darf mich bei allen herzlich bedanken. Ich habe einen wahnsinnigen Rückhalt bei der Organisation hier erhalten. Ein super Team, ein riesen Applaus für alle, die daran beteiligt sind. Von daher werde ich nicht viele Namen nennen, weil das dauert zu lange, aber ich freue mich ganz besonders. Ich bin das letzte Mal als Aussteller dabei gewesen, diesmal richten wir mit aus. Ich weiß, dass viele Firmen, viele Interessenten, viele Mitstreiter von Anfang an dabei sind. Es sind viele neu dazugekommen. Darunter gehören der Wupperverband als größere Körperschaft. Riesensache, dass die noch dazugekommen sind. Und wir haben noch Sponsoren dazugekommen. Das ist der Hertenradhof, der uns heute mit Essen versorgt und Getränken. Die bekannten Sponsoren kennen wir, ein riesen Dank, dass alle es möglich machen, an so ein Thema mitzuarbeiten und die Dinge nach vorne zu treiben. Von daher will ich gar nicht viel noch sagen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Frau Kommers und bei Frau Demmer. Ein riesen Dank für die So. Ein Riesenapplaus. Wir haben das Parlament hier geschafft. Also, ich wünsche allen gute Gespräche. Geht an alle Stände, informiert euch. Jeder Stand ist wichtig, jeder Stand ist informativ. Für alle Themen ist was da. Ich wünsche einen informativen und einen gesunden Frühstück. Danke. Ich gebe das Wort an unseren Bürgermeister. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Adler, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier zum vierten Klima-Frühschoppen, der zum ersten Mal in den Räumen der Zimmerei Adler stattfindet. Ralf Adler ist heute aus zwei, eigentlich sogar drei Gründen Gastgeber dieser Veranstaltung. Erstens, sein Unternehmen stellt energieeffiziente Holzhäuser und Anbauten her und das schon seit 20 Jahren. Er kann also zu Recht, ja, er kann also zu Recht als Pionier des ökologischen Bauens gelten. Zweitens, seine Zimmereihalle steht hier auf dem Gelände der neuen Bahnstadt, auf dem heute auch der traditionelle Projekttag der NBSO, Neue Bahnstadt Opladen, stattfindet. Und drittens, er feiert in diesem Jahr zwei Jubiläen, nämlich 20 Jahre als selbstständiger Zimmerer und 10 Jahre Bestehen auf dem Gelände der NBSO. Außerdem ist er natürlich Unternehmer, selbst Unternehmer und muss auch auf seine Kosten achten. Und bei
dieser Horstmesse präsentieren sich deshalb auch nicht zuletzt zum Vorteil von Herrn Adler unterschiedliche Hersteller, Technologien aus den Bereichen Solar- und Windtechnologie und sie informieren über Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen, Pellets, Beleuchtung, Hocheffizienzpumpen, Dämmung, Baustoffe, intelligente Gebäudesteuerung, Wärmedämmung und alles, was Firmenchefs, aber auch wir als Privatleute wissen müssen, die in energieeffiziente Systeme investieren wollen. Wobei ein energieeffizientes System ja weitaus mehr bedeutet als stromproduzierende oder stromsparende Anlagen. Der EVL-Geschäftsführer Rolf Menzel, der heute nicht hier ist, dafür ist Herr Dr. Dietzler hier, hat vor einigen Wochen in einem Interview schon darauf hingewiesen, und da zitiere ich: In der öffentlichen Diskussion geht es außerdem meist nur um Strom. Viel größere Bedeutung hat jedoch die Wärme. Wie die Energiewende in diesem Bereich funktionieren soll, dazu werden häufig noch nicht einmal Fragen gestellt. Ich wage zu behaupten, wir in Leverkusen stellen zusammen mit der EVL diese Fragen. Und wir beginnen auch schon über Lösungen nachzudenken. So investiert die EVL hier auf dem Gelände der neuen Bahnstadt in ein biogasbetriebenes Blockheizkraftwerk. Das gewährleistet eine moderne Nahwärmeversorgung. Dennoch, wo beim Strom moderne Techniken längst auf dem Vormarsch sind, hinkt dieser Innovationsschub bei der Wärmeerzeugung noch sehr hinterher. Dabei ist es hier noch viel einfacher, dezentral zu investieren als beim Strom. Der Heizungsbestand in Deutschland aber ist veraltet und noch stark auf fossile Energieträger ausgelegt. Viele Feuerungsanlagen sind älter, deutlich älter, möchte ich sagen, als 10 Jahre und damit nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Das ist nicht nur teuer, sondern eben auch klimaschädlich. Tauscht ein Hausbesitzer aber seinen veralteten Heizölkessel gegen eine Holzpelletheizung, kann er den durchschnittlichen Treibhausgasausstoß von 376 auf dann 25 Gramm CO2-Äquivalent je Kilowattstunde senken. So die Agentur für Erneuerbare Energien. Wegen des großen Einsparpotenzials im Bereich CO2-Ausstoß wird der Umstieg auf erneuerbare Energien, Heizungsanlagen, durch das sogenannte Marktanreizprogramm von der Bundesregierung gefördert. Dank dieser Anreize und zinsgünstiger Kredite der bundeseigenen KfW-Bank sind die Hürden niedrig, in eine umweltfreundliche und kostensparende Heizanlage zu investieren. Eine Investition, die sich schnell amortisieren wird, denn vor allem mittelständische Unternehmen der Region leiden unter den 30-40% höheren Energiekosten des vergangenen Winters. Nach der aktuellen Standortumfrage der IHK, Frau Pawatz als Geschäftsführerin für Leverkusen ist hier, nehmen die hiesigen Unternehmen die Energiekosten als steigende Belastung wahr und konstatieren hohen Handlungsbedarf. Die Wirtschaftsförderung Leverkusen, Geschäftsführer Dr. Obermeier, steht auch hier unter uns, arbeitet deshalb seit vergangenem Jahr sehr erfolgreich in dem Öko-Profit-Projekt mit Leverkusener Unternehmen zusammen und hilft ihnen, Einsparpotenziale zu identifizieren. Im November ist Öko-Profit Leverkusen angelaufen und im Juni wurde die erste Zwischenbilanz gezogen. Eine Bilanz, die so positiv ausfiel, dass die teilnehmenden Betriebe von Einsparungen bis zu Summen im fünfstelligen Euro-Bereich berichten. Wie weitere Kosten reduziert werden können und Unternehmen wie Privatpersonen unabhängiger von steigender Energie oder von steigenden Rohstoffpreisen werden, erfahren Sie heute bei diesem Klimafrühstück. Heute präsentieren sich rund 20 Aussteller mit neuen technischen Entwicklungen. Die Energieagentur NRW und die Effizienzagentur NRW stellen die Beratungs- und Förderprogramme für Betriebe vor und die Sparkasse Leverkusen, den Herrn Grabe als Vorstand habe ich gerade gesehen, gibt Auskunft über günstige Finanzierungsmöglichkeiten. Die örtliche IHK und die Kreishandwerkerschaft, da habe ich den Herrn Otto gerade begrüßt, als Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, informieren zudem über duale Ausbildungsmöglichkeiten und Lehrgänge zu Energieberatung.
Flankiert werden die Präsentationen von einem Werkstattgespräch für Unternehmer zu Energielecks in Unternehmen. Aber nicht nur kleine und mittelständische Unternehmen sollen heute hier eine Menge sinnvoller Anregungen mitnehmen. Auch interessierte Privatpersonen sind eingeladen. Auch deshalb wurde dieser Frühschoppen zugleich mit dem Projekttag der neuen Bahnstadt zusammen organisiert, denn der hat sich in den letzten Jahren als Publikumsrenner erwiesen. Ob das heute auch so wird bei diesem eher zurückhaltenden Wetter, kann ich nicht sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Energiewende ist längst ein Fakt. Das wird besonders dann deutlich, wenn etwa im April das Statistische Bundesamt meldet, dass trotz Atomausstieg in Deutschland mehr Strom exportiert, als hierzulande eingeführt wird. Der Ausfuhrüberschuss vervierfachte sich 2012 im Vergleich zum Vorjahr sogar auf 22,8 Terawattstunden. Und der Grund für den deutschen Stromüberschuss liegt dem Bericht zufolge in der Energiewende. Immer mehr Ökostromerzeugungsanlagen produzieren bei ausreichend Sonnenstrahlung und entsprechend auch Wind immer mehr grünen Strom. Für die deutschen Nachbarstaaten ist es daher oftmals günstiger, deutschen Strom einzukaufen, als ihn selbst zu produzieren. Ich weiß, dass das viele ärgert, weil wir als Bürger diesen vergleichsweise günstigen Strom mit der EEG-Umlage mitbezahlen. Und man es als Indiz für eine Übererfüllung der Ausbauziele betrachten kann. In die politische Diskussion dieses Steuerungsinstruments will ich hier aber nicht einsteigen, würde uns wahrscheinlich zu weit führen. Wir hätten auch, glaube ich, nicht die entsprechenden Grundkenntnisse darüber entsprechend zu diskutieren. Denn trotzdem kann diese Entwicklung als Beleg dafür dienen, wie leistungsfähig Deutschland in Sachen grüner Energie ist. Das ist ein Fund, mit dem wir wuchern können und das uns auf Dauer hilft, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und dafür, dass Sie wettbewerbsfähig bleiben als Unternehmen und wir davon profitieren als Privatpersonen, dafür soll und wird dieser heutige Klimafrühschoppen sorgen. Ich wünsche einen interessanten Vormittag. Ich wünsche viele gute Gespräche und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Adler, jetzt ist für mich vorgesehen Dank an die Sponsoren, Unterstützer und Akteure und organisatorische Hinweise. Deswegen schließe ich mich sehr gerne den Dankesworten, die gerade schon gesagt wurden, an und möchte das verbinden mit einem zusätzlichen Dankeschön an diejenigen, die auch als Institutionen und Personen über die in den letzten Jahren immer dabei waren. Und diese Klimafrühschoppen heute der vierte, einmal waren wir bei Kakustics, zweimal bei Speziunisen und heute hier bei Ihnen, Herr Adler. Das waren ja immer Gemeinschaftsveranstaltungen, bei denen nicht die Stadt aufgetreten ist und hat gesagt, wir wissen, wie es geht und ihr macht es mal mit, sondern das war von vornherein Kooperation zwischen der Kreishandwerkerschaft, der IHK, dem Naturgut, der Wirtschaftsförderung, den beteiligten Unternehmen und wir als Stadtverwaltung haben auch unseren Beitrag dazu getan. Und das Naturgut fotografiert mich gerade, Hans-Martin, ich grüße dich. Und dafür mal ein ganz herzliches Dankeschön, Frau Babatz, Herr Otto, Herr Kochanek, Herr Dr. Kochanek und wen habe ich vor? Herr Dr. Obermeier. Also eine tolle Kooperation und Sie wissen, das ist für mich jetzt in der Aufgabe als Umweltdezernent der letzte Klimafrühschoppen. Herr Oberbürgermeister Buchhorn hat gerade darauf hingewiesen, wie wichtig auch die wirtschaftliche Facette des Themas Klimaschutz und Energiepolitik ist. Und in der Verantwortung für die kommunalen Finanzen werde ich dieses Thema weiter verfolgen und auch weiter hinkommen. Denn nur eine gelingende Energiewende wird auch zu einer florierenden Wirtschaft führen können. Und nur dann werden wir auch, irgendwo ist es dann ganz prosaisch, vernünftige Gewerbesteuereinnahmen haben. In dem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank für die gute Kooperation in den zurückliegenden Jahren und auch bei der heutigen Veranstaltung. Und organisatorisch zur heutigen Veranstaltung bin ich gebeten worden, noch mal darauf hinzuweisen, um 11 Uhr Ausgang vorne und dann links um die Ecke ist auch ausgeschildert das Werkstattgespräch. Gehen Sie hin, es lohnt sich. Ich habe bei den letzten Veranstaltungen jeweils mich da reingesetzt und war jedes Mal überrascht, wie interessant und weiterführend das ist. Also ich werbe gerne dafür, dass man sich da das halbe Stündchen nimmt heute, um ein bisschen schlauer noch zu werden. In dem Sinne, Herr Adler, nochmal an Sie ein herzliches Dankeschön, an Sie alle einen schönen Tag und viele gute Gespräche
und ich freue mich auf einen interessanten Tag hier und dann gleich anschließend in der Bahnstadt. Vielen Dank.